Moin moin miteinander, wir sind zurück bei Aquaria. So, die kleine Meerjungfrau ist hier vorne. Diese roten Kristalle sind Speicherpunkte. Die sollte man auch nutzen, weil man doch also sehr häufig sterben kann in diesem Spiel. Auch wenn es jetzt noch so harmonisch ist und die Musik so freundlich, so wird das nicht so bleiben. Und man sollte diese Kristalle unbedingt suchen. Denn also man kann nicht überall speichern, man muss immer diese Kristalle finden. In all my memory, every day had been like every other. If she had not appeared before me in that moment, I might have stayed in those waters for the rest of my days, living as a simple creature. But I was compelled to follow. Tja, das war eine entscheidende Begegnung scheinbar. Alle Tage waren bisher also jeder Tag war wie der andere bisher in ihrem ganzen Leben. Zumindest erinnert sie sich nicht an etwas anderes, und hätte sie jetzt diese Kreatur nicht getroffen, wäre das möglicherweise so geblieben, sagt sie. Was hat es mit dieser Kreatur auf sich? Wow. Was ist das? Das ist doch nicht unsere schöne kleine Naja. I'd only dreamed her, but I was no longer the same. That vision. I'd lived as a feral creature, not thinking beyond the simplest desires. Until now. As if from a dream, I woke to the reality of my existence, to the fact that I was alone. I knew that this world was called Aquaria, and that my name was Naja, but I could recall nothing else. Was I the only one of my kind left? Was I destined to live out the rest of my days in solitude? My heart ached for answers. In time, I would discover far more than I'd wished to learn. Tja. Jetzt wird's schon langsam mysteriös. Also diese Kreatur hat ihr scheinbar Erinnerungen gegeben. Und Naja hat festgestellt, dass sie sich bisher nur daran erinnern kann, dass diese Welt Aquaria heißt und sie Naja und sonst nichts. Dass sie eigentlich alleine ist. Und jetzt möchte sie natürlich wissen, gibt es noch mehr von ihr oder nicht? Seht ihr hier so einen kleinen Schimmer? Nein? Hearty Soup. Das, was wir übrigens jetzt eben gesehen haben, das war so ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Nur so, um ein bisschen das Interesse anzuheizen. Home Waters. Blätter. Ich verrate schon mal etwas, und zwar diese Blätter sind wahrscheinlich
wahrscheinlich mit die wichtigste Zutat, die man überhaupt braucht. Also man hat nie genug Blätter. Hier ist, glaube ich, wieder etwas versteckt. Ich sehe so ein Leuchten. Sea Cake. Was ist hier? Ah ja, die Strömung ist hier noch zu stark für uns, also hier können wir nicht gegenschwimmen. Und von solchen Gebieten gibt es viele. Also nicht nur geschützt durch eine starke Strömung oder ähnlichem, sondern möglicherweise durch Steine, durch andere Hürden. Und je mehr wir herausfinden, desto mehr können wir solche Gebiete dann auch erkunden. Das heißt, man muss immer wieder auch mal in andere Gebiete zurück. Höhle. Naja's Home. Okay, wir haben unser Zuhause entdeckt. I was enveloped by warm light as familiarity overwhelmed me. I had come home. Glücklicherweise haben wir in unserem Zuhause auch einen roten Kristall. Hier, das ist zum Beispiel eine solche Hürde. Wie kriegt man die auf? Wissen wir nicht. Ist also für später gedacht. Ein Bett. Was war das? Hatte Neja einen Albtraum? Ja. Okay. Hier könnten wir uns wahrscheinlich durchkämpfen, durch diese Strömung, aber da unten ist es dunkel. In Dunkelheit können wir nicht sehen. Hier sehe ich doch was glitzern.
There were many strange ingredients to be found in the waters of Aquaria. By cooking them together with the verse, I could create new foods. Some of my recipes proved to be very useful. Aha. Okay, sie hat jetzt also die Küche gefunden und hat hier drei verschiedene Töpfe. Solange sie nicht in der Küche ist, hat sie nur zwei. Das heißt, in der Küche kann sie komplexere Rezepte machen. Das könnte man zum Beispiel sagen so. Ein Blatt und noch ein Blatt. Fragezeichen. Das Rezept kennst du nicht, aber das macht nichts. Man kann auch ausprobieren und einfach mal gucken, was passiert, wenn ich Sachen zusammen mische. Wenn man ein richtiges Rezept gefunden hat, dann funktioniert das auch. Ich bin der Meinung, zwei Blätter kann man auf jeden Fall zusammen mischen. Tada! So, und das bringt Heilung. Das ist schön. So, Hand Roll. So, Plant Leaf, Any Meat. Also eine Hand Roll könnten wir zum Beispiel jetzt auch machen, wenn wir es machen wollen. Wir haben jetzt die Höhle hier erkundet. Ja. Übrigens, diese Hieroglyphen oder diese Symbole, die hier sind, sind Buchstaben. Es gibt so ein spezielles Aquaria-Alphabet. Man kann herausfinden, wie das funktioniert, also indem man einfach mal so ein bisschen kryptografisch oder kryptologisch, ich weiß nicht das richtige Wort dafür, vorgeht. Im Internet sind natürlich auch alle Buchstaben erklärt und dann kann man das Ganze lesen. Das hier, glaube ich, heißt Home. Jetzt erkunden wir einfach mal ein bisschen die Gegend um unser Haus herum. Okay, hier kommen wir nicht weiter, hier ist ein Stein. Übrigens, je nachdem, wie viel man erkundet und entdeckt, ist das Ende von Aquaria auch ein anderes. Au! Lassen wir das. Also einige Tiere hier oder einige Bewohner von Aquaria sind definitiv aggressiv. Das heißt also, die wollen einen verletzen. Und andere, die verletzen einen halt aus Versehen, ne, wenn man sie berührt. Sie werden nicht versuchen, einen also aktiv zu verfolgen oder so. Wieder einen neuen Bereich entdeckt. Was das für ein Bereich ist, das erfahrt ihr allerdings erst in der nächsten Folge von Aquaria. Bis dann sage ich Tschüss und bis bald.